Vielleicht von mir so ein ganz kurzes Corona-Update, wie unser aller Vorbild Drosten das ja sehr regelmäßig macht in seinem Podcast. Wie ist Corona gerade? Was macht Corona mit uns auf der Kinderpalliativstation? Also, erstmal ist es ja so, dass diese Pandemie jetzt schon eine gewisse Zeit geht. Und ich glaube, jeder in Deutschland ist pandemiemüde und erschöpft. Und das betrifft die Familien, die schwerkranke Kinder haben, noch tausendfach mehr als jeden anderen in Deutschland. Das darf man nie vergessen, wenn man wütend gegen Corona-Beschränkungen schreit, dass es Familien gibt mit schwerkranken Kindern, die unter dieser Pandemie noch viel, viel, viel mehr leiden als jeder Gesunde, der sich einschränken muss. Die Familien sind erschöpft und diese Erschöpfung führt natürlich dazu, dass sie noch mehr an ihrer Situation leiden, als das ohnehin schon ist. Das Zweite, was nach 2 Jahren Pandemie und jetzt leider durch Omikron viel mehr noch zu beobachten ist, ist, dass auch Pflegende und Ärzte, psychosoziale Mitarbeiter erschöpft sind und leider jetzt durch diese Omikron-Welle auch viele Menschen krank werden und zu Hause bleiben müssen. Das heißt, die Mitarbeiter, die eigentlich schon erschöpft sind, müssen jetzt noch mehr arbeiten, gerade dann, wenn andere ausfallen. Und der dritte Punkt ist, das haben wir jetzt gerade wieder, dass kleine Kinder, die überhaupt noch nicht geimpft werden können, also unter 5 Jahre, Neugeborene, Säuglinge, die schwer krank sind, sich mit Omikron, also mit der Omikron-Variante des SARS-CoV-2-Virus infizieren und wirklich krank werden. Wir haben gerade eine kleine Patientin auf der Station, die zum Glück jetzt schon wieder auf dem Weg der Besserung ist, aber wo wir wissen, dass wir sie noch über ja, jetzt 1, 2, vielleicht 3 Wochen behandeln werden müssen, mit Isolation, mit all dem, was dazugehört. Also die Situation ist bei uns in der Klinik und in unserer Gesellschaft im Moment nicht einfach. Wichtig ist dann, dass wir alle noch viel mehr Geduld miteinander haben, als das ohnehin schon wichtig ist. Dass wir nachsichtig sind miteinander und Aggressivität und sich gegenseitig anschreien hat noch nie geholfen. Das heißt, wir wünschen uns von der Gesellschaft Solidarität mit den in dem Krankenhaus Arbeitenden. Wir wünschen uns Solidarität mit den Familien, den kranken Kindern. Und wir wünschen uns eigentlich, dass alle in unserer Gesellschaft etwas geduldiger miteinander sind. Wir melden uns wieder in regelmäßigen Abständen. So viel erstmal für heute. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.